In diesem Video zeige ich euch, was Schönes in dieser Kiste drin ist. Hi, mein Name ist Max Moon und das ist Utopify. So, als allererstes muss ich sagen, diese Kiste habe ich selbst gekauft. Also das ist nicht gesponsert, nichts, alles mein Geld, meine Meinung. Und diese Kiste stammt von Etepetete und ich möchte sie zeigen, weil ich bin sehr überzeugt von dieser Firma. Es geht darum, gerettetes Gemüse an Kunden zu bringen, weil es gibt sehr viel Gemüse, das einfach nicht in den Supermarkt kommt, weil die Supermärkte es nicht haben wollen, weil alle wollen schönes, flaches, genormtes Gemüse haben. Und Etepetete ist da hingegangen und hat einfach gesagt so, hey Leute, wir nehmen das Zeug von euren Feldern und geben es den Leuten weiter. Das ist natürlich sehr gut gegen Food Wasting. Und das Schöne dabei ist, es sind Bio-Lebensmittel. Also perfekt, oder? Und schau dich mal diese schöne Box an. Also ich muss sagen, sowas zu bekommen, macht schon mal sehr viel Spaß. Und natürlich, wenn du noch mehr Spaß haben willst, dann solltest du nicht nachschauen auf der Webseite, was da drin ist, sondern dir selbst eine Überraschung machen. Und ja, und schauen, was drin ist, sobald diese Kiste ankommt. Also natürlich kann man auch planen und dann sagen so, okay, ich plane jetzt mit dem Gemüse und schaue, was ich daraus koche. Aber ich fände es manchmal viel, viel schöner, nicht zu wissen, was drin ist. Und dann habe ich so einen kreativen Prozess und muss dann beim Auspacken schon drüber nachdenken, was ich kochen kann. Das macht super Spaß. Von daher, lass uns mal diese Kiste auspacken. Jo, hier aufreißen. Danke. Erstmal, das ist, ich reg mich über sowas immer auf, dass ich Werbung bekomme, wenn ich etwas bestelle. Ich weiß nicht, ist das legal in Deutschland? Was ist das? How to Kürbis. Irgendeine Kürbisinformation. Ja, ich muss dir gar nicht so in die Kamera zeigen, was das für eine Werbung ist, aber es ist irgendein Gutschein für eine Marke, die ich wahrscheinlich nicht mag. So. Aber schauen wir mal, was drin ist. Also, erstmal Hokkaido-Kürbis. Die sind super lecker und sehen gar nicht so schlecht aus. Was noch? Und dann, ui, Knoblauch. Super. Boah, ich glaube, ich muss das mal hier hinstellen. Knoblauch. Und dann ein Haufen Süßkartoffeln. Aber schau mal, ey, die sehen aus wie Karotten. Einfach mal Karotten. Süßkartoffeln. Noch mehr Süßkartoffeln. Und noch mehr Süßkartoffeln. Eine sehr nette Knolle. Ja, die sieht echt komisch aus. Also die hätte man wahrscheinlich nicht verkaufen können. Aber sowas kommt immer gut in Suppen. Oder auch mal, hey, Sellerie-Schnitzel daraus machen. Das mache ich gern aus Sellerieknollen. Und die schmecken so gut. Hey, habt ihr schon mal probiert? Sellerieschnitzel. Sau gute Sache. Und was haben wir hier? Fenchel. Der sieht nicht mehr so gut aus. Obwohl es geht, ist ja nur auf der Oberfläche. Riecht aber lecker. Ein Fenchel, ja, daraus. Den haue ich mir als in Salat rein. Aber sonst fällt mir gerade nichts spontan ein, was man damit machen kann. So, Bananen. Oh mein Gott, ich habe noch so viele Bananen. Ah, die sind grün, das ist gut. Warum ist das gerettetes Gemüse? Das sieht voll gut aus. Check ich nicht. Aber es ist grün. Das heißt, die halten noch, obwohl ich unglaublich viele Bananen habe. Voll gut. Oh, noch mehr Bananen. Aber vielleicht haben sie sie nicht verkaufen können, weil die jetzt alle so Einzelbananen sind. Man weiß es nicht. So, was noch? Ui, eine kleine Paprika, süß. So, ich mache erstmal diese Werbung hier weg. Paprika, immer gut. Ja, eine Menge Federkohl. Cool, cool, cool. Cool, 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 der Kohl. Mehr, 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 mehr Kohl.
Aber den kann man anbraten. Das ist super lecker zu allem irgendwie. Noch mehr Kohl und eine Gurke. Was ist an der faul? Ja, wahrscheinlich, weil sie schräg ist. Eine krumme Gurke. Ja, verkauft sich nicht gut krumme Gurken, weil alle wollen gerade Gurken haben, wo Gurken nicht gerade sind. Wir leben in einer seltsamen Welt. So, was haben wir noch? Möhren, dicke Möhren. Junge, Junge, sind die dick. Okay, ist auch gut. Was noch? Eine Kaki. Super klein. Klar, dass man die nicht verkaufen kann, aber bestimmt super lecker. Die esse ich gleich auf. Voll Bock auf Kaki. Und eine Zitrone mit grünen Punkten. Das müsst ihr euch mal anschauen. Ohne mit Grün. Supi. Kommen wir zum Fazit. Denn gerettetes Gemüse in der Form ist nachhaltiger, als es im Laden zu kaufen. Weil erstens, Läden müssen ja auch mit Strom versorgt werden. Sie müssen beheizt werden. Oder das Gemüse oder Obst muss ja auch gekühlt werden. Es muss ein Kühllager sein oder ein Kühlschrank im Laden drin, welches natürlich voll beleuchtet ist. Es braucht unglaublich viel Energie. Da wäre es viel, viel besser, wenn man das alles nimmt und vielleicht nur in ein Lager nimmt und von dort aus überall verteilt, wie es hier der Fall ist. Weil der Transport ist dann auch nachhaltiger. Weil die Sachen, die wir im Supermarkt sehen, haben ja einen sehr, sehr langen Weg hinter sich. Also die kommen ja nicht vom Feld in die Läden, sondern die kommen ja vom Feld zum Großhandel. Im Großhandel werden die dann nochmal verteilt an den Einzelhandel. Und dann an die einzelnen Filialen. Also das ist ja auch ein sehr, sehr langer Weg. Und daher glaube ich, mit so einem System ist es um einiges nachhaltiger, wenn wir das Gemüse nach Hause geschickt bekommen, weil wir selbst müssen ja auch noch zu den Läden fahren, weil die wenigsten Leute werden wahrscheinlich zu Fuß einkaufen gehen, weil einfach nicht die Möglichkeiten bestehen. Und auf dem Land müssen sehr viele ins Auto steigen, um Essen einkaufen zu fahren. Und im schlimmsten Fall müssen sie zur nächsten Ortschaft fahren, zum nächsten Supermarkt. Von daher ist es vielleicht doch besser, das alles per Post nach Hause zu bekommen. Und der offensichtlichste Punkt natürlich beim geretteten Gemüse ist, dass es sonst auf den Feldern vergammeln würde. Oder wenn es vorsortiert wird, es einfach nicht in die Läden kommt und einfach weggeschmissen wird, weil die Bauern bekommen es einfach nicht los. Von daher ist es natürlich eine sehr, sehr gute Sache, dass wir Biomasse, die eigentlich vergammeln würde, essen. Also es ist ein neuer Kreislauf, der sich erschließt, wenn wir gerettetes Gemüse kaufen, was nachhaltig hoch 10 ist, in meiner Meinung nach. Im Video habe ich auch noch gesagt, dass es toll sein kann, dass man spontan kocht, dass man einfach die Box bekommt, die sie aufreißt und dann schaut, was ist drin. Ist eine schöne Sache, hat irgendwie was von einem Glücksspiel oder so. Ich möchte jetzt Glücksspiele nicht bewerben, weil, ist nicht ethisch korrekt. Aber man hat vielleicht so einen kleinen Dopaminschub und denkt sich, oh, das ist schön, das ist schön, das ist schön. Das kann jedoch zur Falle werden, wenn man nicht wirklich das Zeug verarbeitet und wirklich auch nicht die Ideen hat, was man daraus machen könnte. Weil mir ist es auch schon mal passiert, dass ich zum Beispiel 2 Wochen hintereinander einen Kürbis hatte und dann hatte ich überhaupt keinen Bock mehr auf einen Kürbis oder dass sehr oft Fenchel mit dabei ist und Fenchel verarbeite ich jetzt nicht so viel, weil ich es höchstens in Salat mache. Und dann brauche ich halt sehr lange, um es zu essen. Und wenn ich dann halt nochmal Fenchel oder einen Kürbis in der Kiste habe, dann denke ich mir auch so, ja, nee, muss jetzt nicht sein, ich tue was anderes essen. Und dann landet es halt hinten im Kühlschrank, was sehr, sehr schlecht ist. Und hätte ich einfach mal davor geschaut, ob es nochmal ein Kürbis kommt oder geschaut, was überhaupt ankommt, hätte ich schon mal planen können, okay, ich gehe da und da noch einkaufen, damit ich irgendwie eine Ergänzung zu dem Gericht habe. Und diesmal kann ich einen Kürbis dann im Backofen machen oder halt ein anderes Gericht draus. Von daher sehr, sehr schwierig, diese Sache spontan zu gestalten. Also man sollte wirklich die ganze Woche durchplanen, was man vorhat zu essen, ergänzende Sachen dazu kaufen im Supermarkt und
Ja, und wenn man halt wirklich sieht, so, okay, jetzt ist das dritte, vierte Mal dasselbe in der Gemüsebox, dann vielleicht mal abbestellen für eine Woche. Oder auch mal den Leuten sagen, so, hey, ist jetzt mal genug. Oder du kannst ja selbst auch noch das Gemüse an eine Verteilerbox bringen. Weil in jeder Stadt gibt es eine Verteilerbox, wo Leute sich dann das Essen nehmen können. Also du kannst es weitergeben und noch weiter retten. Also die Möglichkeiten sind natürlich groß. Und das habe ich auch mal gemacht, dass ich wirklich in der nächsten Ortschaft zu so einer Verteilerbox gegangen bin und das Zeug abgegeben habe. Und ich habe auch schon mal in Kleinanzeigen einfach mal so eine Kiste abgegeben mit meinem restlichen Gemüse, weil ich bin für eine Woche in Urlaub gefahren, dann hatte ich halt noch zu viel Gemüse und ja, es wäre natürlich sehr, sehr asozial, dass man das Gemüse einfach wegschmeißt. Von daher schnell ein Foto gemacht, zeig ins Internet. Hey, paar Stunden später sich jemand gemeldet und das Gemüse wurde nochmal gerettet. Also es geht auch. Unterm Strich ist es ja wirklich so eine Sache, dass wenn wir gerettetes Gemüse kaufen, dass wir wirklich retten wollen und nicht wegschmeißen wollen. Von daher muss man immer schauen, so, okay, wenn das mein Ziel ist, dann sollte ich schauen, dass ich wirklich nichts vergeude. Ja, und da ich das jetzt schon sehr, sehr lange mache mit diesen Boxen, ist mir auch was sehr, sehr Tolles aufgefallen. Und zwar die ganzen Kisten, die ich da habe, verwende ich auch weiter. Also jetzt zum Beispiel, um Sachen zu verstauen, irgendwo im Keller, wenn ich zum Beispiel einen Kleiderschrank wieder ausmiste, weil gerade Saison ist und ich die Sachen nicht anziehe, dann mache ich die halt in die Kiste und mache die Kiste weg. Oder ich habe auch eine seltene Leidenschaft, dass ich zum Beispiel Elektronik, alte Elektronik reparieren möchte. Und dann brauche ich halt sehr viele Kisten, um das ganze Zeug reinzumachen oder Ersatzteile zu lagern. Und da sind die Kisten auch super. Sehr gut sind die Kisten auch, wenn man online irgendwas verkauft hat. Und natürlich ist es auch noch mal nachhaltiger, wenn man Sachen verkauft, weil Secondhand ist eigentlich das Nachhaltigste, was man machen kann. Wenn man da noch eine Kiste verwendet, die schon für was anderes verwendet wurde, dann ist das ja wieder nachhaltig hoch 2 oder hoch 3 ins Quadrat, ja. Und wenn man dieses nachhaltig Mindset hat, dann fallen einem natürlich noch mehr Anwendungszwecke ein. Ich habe zum Beispiel auch, wenn ich Freunde besuchen gehe, nehme ich immer so eine Kiste mit und schmeiße da irgendwelche Sachen rein, zum Beispiel eine Spielkonsole oder so eine alte Wii, dann zocken wir mit der Wii. Und das habe ich halt alles in dieser Kiste drin. Oder wenn ich halt was Feines gekocht habe und den Freunden besuche, nehme ich das Zeug mit, auch in dieser Kiste. Also da kann man wirklich alles mitmachen. Und ja, also unterm Strich würde ich sagen, gerettetes Gemüse ist wirklich eine sehr, sehr gute Sache. Wir müssen nicht mal die Wohnung verlassen. Also selbst für die super faulen Leute ist das eine super tolle Lösung, was Nachhaltiges im Leben zu machen. Und ich finde es super toll. Von daher, ich wollte gerade sagen, steht auf. Nein, bleibt sitzen, bleibt liegen, nehmt euer Smartphone und bestellt einfach eine gerettete Gemüsebox. Vor allen Dingen in Bio-Qualität. Also, was will man mehr? Es ist einfach eine super tolle Sache. So, und damit verabschiede ich mich. Und ach so, vergesst nicht, das nächste Video anzuschauen, denn da tue ich dann aus dem geretteten Gemüse, das wir gerade gesehen haben, was super Leckeres zaubern. Also von daher, abonniert den Kanal, bleibt dabei und bis dann. Ciao.